Unter dem Motto Aufeinander achten, füreinander da sein, miteinander lernen, engagieren sich an immer mehr Schulen bundesweit Kinder und Jugendliche als Buddies. Sie leben ein beispielhaftes Engagement vor und gestalten einen Schulalltag, der von Verantwortung und Gemeinschaft geprägt ist. Das Buddy-Projekt wurde 1999 von der Vodafone-Stiftung Deutschland initiiert und wird seither von ihr gefördert. Die Projekte orientieren sich an den spezifischen Anforderungen, bestehenden Programmen und Ressourcen der Schulen. Entsprechend vielfältig ist das Engagement der Schüler. An der städtischen Realschule in Aalen helfen Buddies ihren Mitschülern bei den Hausaufgaben. Ich habe nachgedacht, welche Möglichkeiten gibt es, wo Schüler sich sozial engagieren können, wo sie für andere was tun können, und bin dann eben auf Buddy aufmerksam geworden. Und so sind dann nach und nach verschiedene Buddy-Projekte in Gang gekommen, unter anderem die Hausaufgaben-Buddies. Dann haben wir auch noch Nachhilfe-Buddies. Das sind Schüler, die speziell geschult sind, die also ausgebildet wurden, damit sie Nachhilfe geben können. Und wir haben im 7., 8. Jahrgang in jeder Klasse Klassen-Buddies. Es war dann so im Gespräch mit diesen Schülern schnell klar, dass es darum gehen muss, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man sich gegenseitig hilft. Sie glauben, dass sich durch diese Aufgabe, dieses Verantwortung übernehmen, auch in ihrem privaten Bereich eine ganze Menge verändert hat. Und ich denke, das ist bei den Hausaufgaben-Buddies genauso. Wo muss ich jetzt hier die Klammer setzen? Weil hier ist ja ein Beispiel. Um 2 Uhr fängt es ja an. Ja, dann helfe ich bei den Kindern, wie gerade in Mathe, wenn die Fragen haben oder irgendwas erklärt haben wollen. Und dann helfen wir uns auch gegenseitig. Vorher konnte ich nicht so gut mit Kindern umgehen, also wenn die jetzt laut waren oder so, und das hat sich sehr verändert. Natürlich hat es da immer auch am Anfang Bedenken gegeben, aber schon sehr zeitig hat sich gezeigt, dass diese Hausaufgabenbetreuung eine sehr erfolgreiche Geschichte ist. Es gab dann plötzlich nicht mehr diese 4, 5, 6 Schüler in der Klasse, die die Hausaufgaben nicht haben oder nicht so gut gemacht haben, und das fanden dann die Kollegen überzeugend und haben sich also für diese Sache weiterhin auch stark gemacht. Auch Professor Dr. Rita Süßmuth ist von dem Projekt überzeugt und engagiert sich als Präsidentin des Buddy e.V. Wir spielen immer Soziales gegen den Kopf aus, gegen Kognitives. Und da muss ich sagen, in anderen Ländern wird stärker miteinander verbunden. Wenn ich im Konflikt mit mir selbst, mit meiner Bezugsgruppe stehe, mit meiner Schulklasse, dann kann ich gar nicht lernen, weil ich unentwegt damit beschäftigt bin, was ist der nächste Angriff auf mich? Wo werde ich verletzt? Wo muss ich mich wehren? Wir haben eine solche Umbruchssituation in dem, was von der Bildung heute erwartet wird, und gleichzeitig den gesellschaftlichen Problemen, die wir haben, da zeigt Buddy, wir gehen neue Wege. Ja, wir haben ja heute viel Gruppenprozesse betrachtet. Um das Buddy-Projekt an ihren Schulen einzuführen, besuchen Lehrer, Erzieher und Schulsozialarbeiter mehrtägige Fortbildungen. Diese Buddy-Trainings finden überall im Bundesgebiet statt. Die Teilnehmer lernen die pädagogischen Grundlagen des Projekts kennen und bekommen Unterstützung bei der Projektumsetzung. Mein Rollenverständnis hat sich erweitert. Ich muss als Lehrerin nicht immer die Fäden in der Hand behalten. Das war für mich neu. Ich kann loslassen. Also ich kann Schülern Verantwortung übertragen und muss nicht derjenige sein, der immer bestimmen muss. Das heißt, dass ich viel mehr jetzt mich als Coach sehe, Lernprozesse anstoße und die dann viel mehr begleite als Steuerer. Christine Spieß hat vor 3 Jahren in der Anne-Frank-Grundschule in Berlin-Tiergarten das Buddy-Projekt initiiert. In jeder Pause sind die Buddies auf dem Schulhof unterwegs. Dann setzen wir die Mütze auf mit Ordner. Und dann laufen wir auf dem hinteren Schulhof dann immer rum und gucken, wenn was ist. Und dann kommen dann die Schüler zu uns und dann klären wir es. Wirfst du überhaupt auf Kinder? Ich hab nicht auf Kinder. Doch, du hast auf mich. Ich hab über dich. Ja. Hast du ihn gesehen, wer es war? Warum hast du es nicht gezeigt? Kennzeichnend für Praxisprojekte ist, dass die Schüler die Projekte planen und ihre Erfahrungen reflektieren. Das geschieht in klassenübergreifenden Buddygruppen oder im Klassenrat. Ich
finde, das ist ein guter Anlass, dass wir das nochmal, das einfach mal im Rollenspiel mal versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen. Du nimmst die Buddies sowieso nie ernst, ja. Ja, aber sie sagen die ganze Zeit, ich soll sagen, was passiert ist, Hofpause. Sie kriegen einen ganz anderen Blick auf andere. Die entwickeln die Fähigkeit zum Perspektivwechsel, was so also ein ganz wesentliches Element ist des sozialen Lernens. Ja, und was, glaube ich, ganz wesentlich ist für Persönlichkeitsentwicklung überhaupt oder für Identität, ist, dass sie sich selbstwirksam fühlen. Also sie haben den Eindruck, und das erleben sie eigentlich auch jeden Tag, es ist wichtig, was ich tue. Und damit bin ich auch wichtig. Das Ziel ist jetzt ja gar nicht festzustellen, wer Schuld hatte sozusagen, sondern wie kommen die beiden, was kann ich tun, damit die beiden aus dieser Situation jetzt rauskommen. Ob man das vielleicht ein bisschen zu feinfühlig gesehen hat, also dass es zu hart war, dann würde ich den anderen fragen, ob er vielleicht wirklich ein bisschen zu fest zugegriffen hat. Mhm. Und dann, eigentlich geht es dann immer ganz schnell, dann fragt man, ob sie sich wieder vertragen wollen, dann ist es meistens, trifft es zu, dann haben sie sich wieder vertragen und spielen weiter. Mhm. Man hat sozusagen so eine Rolle übernommen wie so ein Lehrer, der auf dem Schulhof ist und aufpasst. Und dann kommt man eben viel friedlicher und es wird viel friedlicher in der Klasse und es ist auch draußen alles viel friedlicher geworden. Also es ist viel besser geworden und hat richtige Fortschritte gemacht. Ansprechpartner für die Buddy-Projekte ist der Düsseldorfer Buddy e.V. Geschäftsführer Roman Rüdiger erklärt das pädagogische Konzept hinter dem Buddy-Projekt. Es ist eben so, dass im Buddy Kompetenzen gelernt werden und wir wissen heute durch viele Untersuchungen, eben auch durch PISA, dass das Entscheidende bei Schülern ist, dass sie Kompetenzen lernen, die eine Zukunftssicherung für sie darstellen, denn die Halbwertszeit von Wissen in unserer Gesellschaft wird immer kürzer. Das pädagogische Konzept des Buddy-Projekts basiert auf drei Säulen.